Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video und diesem wunderschönen Tag heute. Ich hoffe, euch geht es gut. Falls ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Yay, Baiting! Ich habe euch da eine kleine Aufgabe gestellt. Und zwar habe ich auf Twitter und meinem persönlichen Subreddit, wo ich euch jetzt gerne einmal einladen würde. Leute, kommt einfach mal vorbei, schaut mal rein. Saugeile Zeit, geile Memes, geile Leute, geiler Typ, geiles Reddit. Ich muss mich kurz ein bisschen schick machen, denn meine Freunde, heute habe ich etwas ganz Besonderes vor. Und zwar werde ich heute das allererste Mal auf Sachen, die ich euch quasi als Aufgabe gestellt habe, gemeinsam mit Propa reagieren. Propa, ich stelle dich mal hier vorne ein bisschen im Hintergrund, ne? Schön den Merch representen, Bro, High Five. Alles gut. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem ersten Bild, meine Freunde. Ich habe euch quasi folgende Aufgabe gestellt. Nehmt diese wunderschönen Bilder, die hier eingeblendet sind, und geht hin und macht daraus etwas Kreatives. Schreibt mir auf die Zettel etwas Kreatives drauf. Und ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Mr. Cool Guy Thomas hat das alles rausgesucht. Skirt! Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit drumherum gewurschtelt auf Twitter und auf Reddit immer so, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesehen. Aber jetzt ist es soweit, jetzt werde ich darauf reagieren. Ich würde sagen, auf geht's. Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Jengis natürlich erstmal hier die ganz klar mit Jengis Eigentum. Das habe ich tatsächlich gesehen. Ich habe sogar drunter geantwortet, komm spielen, mein Freund. Finde ich auf jeden Fall ganz nice, hat er ganz gut gemacht. Jengis Eigentum, ich fühle auf jeden Fall. Vorgang hier mit einem Antwort auf dieses Bild mit einem Gesicht von Jengis, welches von mir so angeguckt wird. Ich weiß nicht, ob ich da angewidert oder verliebt bin. Ich kann es nicht genau definieren, auf jeden Fall ganz schön. Dann hat hier jemand einfach nur ein Schwänz drauf gemalt aufs Bild. Genau sowas wollte ich sehen, Leute. Genau sowas wollte ich sehen. Tatsächlich sieht es untenrum bei mir genauso aus. Ich habe tatsächlich genau so ein Genital mit einem weißen Blatt davor. Ja, dann gibt es hier nochmal eine zweite Version mit einem etwas kleineren Pillemann. Tut mir leid, genau so sieht es bei mir untenrum aus. Das andere war viel zu groß. Warte, was ist das denn? Moment, stopp. Okay, okay, okay. Das ist krank. Das ist krank. Sie hat das Bild aufs Bild geshoppt. Es geht immer weiter und es ist eine Bildception. Richtig geile Aufgabe. Richtig geil gelöst, Mann. Das ist krank verwirrend einfach. Ich krieg davon Kopfschmerzen. Dann hier Lauch mit Schlauch. Yo, was geht, Alter? Von Team Inside auf Reddit gepostet worden, Leute. Ihr seht schon, das Reddit ist stark aktiv. Also kommt da unbedingt rein. Ja, hier Team Inside auf jeden Fall mit Lauch mit Schlauch am Start. Genau das bin ich, Leute, der Lauch mit Schlauch. Man kennt mich so. Man nennt mich auch im Fitnessstudio den Lauch mit Schlauch, weil jeder weiß. Machen wir weiter. Revi als CSGO-spielender Russe. Oh Gott, das kann nicht gut enden. Links diese Bombe einfach mit dem Bombspot in Paint gemalt und dann diese Schild-Rush-B und diese russische Pelzmütze. Ja moin, ich feiere es auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich Leute, das 2 Rush-B immer gewesen. Immer beste Zeit, P90 Rush-B, einfach Bombe planten, beste. Oh, you touch my tralala. I like. Genau sowas wollte ich sehen. Letni, Achtung, kleingedrucktes. Guck dir das mal bitte an. Geht's da um mein... Propa, geht's da um mein Genital? Nee? Geht's da um was anderes? Ah, okay. Ehrenbruder, Ehrenbruder. Dann ist gut, dann ist gut. Ich brauche ein Clickbait für dieses Video, also hier roter Kreis. Ihr habt's verstanden, Leute. Ihr habt's verstanden. 10 Minuten, Clickbait, schlechte Jokes, ein hässlicher Typ vor der Kamera. Das ist mein Kanal. Wurde gezwungen zu gucken wie ein Pferd. Mache ich das gut? PS, da steht ein komischer, nackter Mann von mir, der Ähnlichkeit mit Freddy hat. PPS, kann nicht Freddy sein. Schwanz zu groß und hat eine Maske auf. Was? Was? Woher weiß so er einfach, dass genau das passiert ist? Woher weiß er das? Weil ganz ohne Witz, Thomas hat dieses Bild gemacht und dann hat Thomas sich runtergebückt und genau in diesem Moment ist dieses Bild entstanden, weil dieser Kerl mit Pferdemaske einfach hinter Thomas stand und komplett nackt gewesen ist. Krübel hier mit, ich habe einen kleinen, ja, genau mit dem Schild laufe ich aber abends im Club rum, meine Freunde, weil ich sämtlichen menschlichen Kontakt vermeiden möchte. Bis jetzt hat das ganz gut geklappt. Ich habe das eigentlich immer hier unten hängen und tatsächlich nichts anderes an. Ich weiß auch gar nicht, warum niemand neben mir sitzen will im Bus und Bahn, wenn ich dahin fahre, aber tatsächlich funktioniert das ganz gut. Also wenn ihr keinen Bock habt auf Menschen, vermeidet ihr auf jeden Fall so sämtliche Kontakte. Ja, Michelle hier mit einem Schild. Boah, ich muss scheißen. Stimmt auf jeden Fall. Tatsächlich der Gesichtsausdruck so, könnte ganz gut passen. Glücklicherweise ist ja da hinten direkt das Männerklo zu sehen, meine Freunde. Sodass ich mir da gar keine Sorgen machen muss, ja. Falls ich muss, kann ich auf jeden Fall direkt auf Klo. Super geile Zeit. Ah, you make my heart go skrapapap kakaka. Skibidipapap. Ene kutputkurubum. Skia. Kutkutkutkurudun. Bum bum. Yo, done now. Ja, Victoria, Vika Godi schreibt hier auf den Zettel, ich habe mich eben im Spiegel gesehen. Genau das ist passiert, Leute. Thomas hat tatsächlich so einen Spiegel gehabt mit einem roten Samttuch, hat das Tuch runtergezogen und ich musste instant anfangen zu schreien, meine Freunde, weil ich tatsächlich mich seit längerer Zeit nicht mehr selber betrachtet habe. Und ich war echt überrascht, wie unglaublich geil ich aussehe. Man kann es auf jeden Fall mal im Gesichtsausdruck sehen. Maxi von Xbox hat hier gerade einfach mal Petrit draufgefunden. Petrit, ja, ist das gleiche. Petrit, Patrick. Da tut sich nicht viel. Ist 1:1 das gleiche, meine Freunde. Ja, kann man auf jeden Fall feiern. Sieht vom Gesichtsausdruck her genau gleich aus. Definitiv fühlbar.
Wie lange geht das jetzt? Ich habe nur gesehen, dass sie ultra viele Antworten unter den Tweet geballert hat. Und ich nehme in Köln-Rechnung. Einmal Fingerflicken, 5000 Euro. Bro, das deutsche System ist so gut, dass ich das umsonst bekommen habe. Zumindest hat meine Krankenversicherung das übernommen. Wenn ich 5000 Euro, ganz ehrlich, für diesen Drecksfinger, in dem ich jetzt übrigens hier vorne tatsächlich nicht mehr spüre, dann wäre ich auf jeden Fall arm dran. Aber Marc, auf jeden Fall, stabiles Meme gefällt mir. Mhm. Gib's mir, Doggy, nur 50 Euro. Und dann dieser Blick dabei, als würde theoretisch schon jemand so... Ja, gib's mir, Doggy, für 50 Euro. Fangen wir nicht an wie Donny da hinten, okay? Warte mal. Naja, manchmal kann man das Schicksal einfach nicht lenken, würde ich sagen. Reingeguckt. Oh! Oh, oh, oh. Geil, auf jeden Fall. Nice, mhm. Schreiben war mir zu langweilig. Auch wieder ein Extrem. Ist da? Da bin ich wieder in meinem eigenen Mul drin. Ich sehe mich doch da. Da sitze ich auf meiner Schulter. Hä? Das ist geil. So muss das sein, Leute. So stelle ich mir Photoshop-Work vor. Extremen Respekt an dich, Feuertomate, Alter. Hat mir schon wieder in den Finger geschnitten. Sorry, not sorry. Genau so habe ich tatsächlich reagiert, als ich dann unter Wasserhahn genau in diesem Klo auf der rechten Seite stand und meinen Finger festgehalten habe, meinen Arm und immer weiter geblutet habe. Ich so, ah! War aber eine schöne Zeit. War ein geiler Moment. Ich schlage mir jeden Morgen 2 Pfannen in die Eier. Ich weiß jetzt nicht, also stimmt tut es nicht, es ist immer nur eine. Du bist im Du bist im Recall, herzlichen Glückwunsch. Ja moin, Alter, wie gerne ich diesen Zettel damals bekommen habe. Schade, dass das nicht funktioniert hat. Ich hätte so gerne einen Recall-Zettel damals bekommen. Blöd auch, dass ich mir die beworben habe, aber Marc auf jeden Fall top work, gefällt mir sehr gut. Oh ja, unangenehm. Also das ist jetzt vielleicht leicht unangenehm. Die Inspiration, also ich weiß es auch gar nicht. Die haben das scheinbar wohl von mir jetzt übernommen. PewDiePie folgt mir auf Twitter. Vielleicht hat er das gesehen, ich weiß ja. Ja, da hat er jetzt noch einen kurzen Bart gehabt. Jack jetzt an der Stelle. Ich kann es mir absolut, also ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Nächste Woche gibt es eine Episode Levi. Bitte nicht enterben, danke. Ich finde es so geil, wenn diese Bildception einfach geschieht, Mann. Extrem dope, extrem... Dope, was habe ich da? Was habe ich da auf meinem... Ist dieser Schatten auf jedem Bild drauf oder hat der mir ein Tattoo dahin gemacht? Ich brauche das gleiche Bild nochmal. Nee, da ist es nicht. Hat der mir ein Tattoo da drauf gefotoshoppt? Das ist ein Totenkopf? Ich weiß es nicht. Apfelzäpfchen Vorteil, man kennt den auf jeden Fall. Ich liebe sie, Leute. Ich gönne sie mir richtig gerne rein. Gerade in der Maxi-Packung, wo die Zäpfchen so groß sind. Bestes Gefühl jeden Abend. Macht super Spaß. Ich muss... Das ist einfach mein Leben. Ich muss das Papier vorsichtig halten, da ich mir sonst in die Fingerkuppe schneide. Ja, true that, es stimmt leider Gottes Willen, es stimmt. Okay, stumpf, aber Trumpf auf jeden Fall an der Stelle kann man machen. Wenn das jetzt noch sauber ausgeführt wäre, wäre ich definitiv glücklicher gewesen. Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall eine Roman 2018, Leute. Wenn man sich selber liebt, kann man das auf jeden Fall mal machen. Mama sagt, wenn man Grimassen schneidet, bleiben sie einem. Sie hat recht. Ja, wenn man mal ganz genau hinguckt, sehe ich tatsächlich immer so aus. Fuck, genauso dünn wie mein Bizeps. Das Papier? Bro, pass mal lieber auf, ich gehe 2-mal die Woche im Fitnessstudio vorbei. Och Mann, Alter. Da hat jemand das Ding komplett auseinandergenommen. Ja moin. Klar, wahrscheinlich wäre es besser, wenn jedes Papier auf der Welt so aussehen würde und mein Kopf einfach aussehen würde wie ein Papier. Kann ich nachvollziehen. Sieht echt weird aus, Alter. Jetzt siehst du aus wie ein Spast und nicht wie ein Spast, der ein Schild hochhebt. Aufwendig ist denn das mit der? Einfach das Bild ist das scheiß Schild weggeschoppt. Was zum Teufel, Alter? Bente, YouTube, extrem Respekt an dich, Bro. Das ist nice, das ist nice. Good Photoshop Work, though. Willst du Tilted Towers? Ich will immer Tilted Towers. Ich will immer Tilted Towers und ich werde nicht aufhören, so Tilted Towers zu fahren. Zu fliegen, zu gehen, zu landen. Wenn du eine goldene Scar findest, man kennt im Moment meine Freunde, genauso schreit dein Teamspeak rum und genauso haben dann keine Leute mehr Bock, mit mir aufzunehmen. Er war's. Man kennt das, Leute. Rechts von mir stand nämlich Dena und der ist an dieser ganzen Misere schuld. Welche Misere fragt ihr euch jetzt? Alles. Einfach alles auf der Welt. Ja, Leute, da sind wir auf jeden Fall am Ende. Extrem gut gelöst, meine Freunde. Extrem gut gelöst. Ich kann leider nur so klatschen, weil wenn ich so klatsche, berühre ich meinen tauben Finger und dann kriege ich Rückenfrost. Leute, gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Wenn ich jetzt ganz kreativ bin, hänge ich vielleicht hinten dran nochmal eine kleine Greenscreen-Challenge. Das werde ich aber später vielleicht nochmal in einem anderen Video announcen. Wenn ihr Bock auf eine Greenscreen-Challenge habt, und das habe ich sicherlich nicht von PewDiePie oder sowas übernommen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, meine Freunde. Dann werde ich das die Tage auf jeden Fall mal anmoderieren. Da gibt es ein kleines Greenscreen-Paket von mir zu sehen. Da könnt ihr mich dann überall rein editieren, wie ihr wollt. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Habt noch einen schönen Tag. Macht das gut. Lasst mal einen Daumen nach oben da, ne? Schaut auf meinem Reddit vorbei. Folgt mir auf Instagram, auf Twitter und so weiter und so fort. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao!